Hallo und willkommen bei Arc Insight, dem Architekturkanal. Der zweite Teil unserer Fahrt auf dem Canal Grande führt uns nun von der Piazzale Roma bis nach San Marco. Wieder wenden wir uns dem linken Ufer zu, um zunächst die Kirche Santa Maria di Nazareth, umgangssprachlich Scalzi, in Augenschein zu nehmen. Es handelt sich um eine Klosterkirche der unbeschuhten Karmeliter, Scalzo gleich barfuß, aus dem 17. Jahrhundert. Wobei der Begriff unbeschuht nicht wörtlich zu nehmen ist, sondern für Armut, Demut und Askese steht. Der Entwurf geht auf einen guten Bekannten zurück, natürlich Baldassare Longhena. Die zweistöckige, spätbarocke Fassade wurde anstelle des in Venedig üblichen Kalksteins aus Istrien mit Marmor aus Carrara errichtet. Als Longhena starb, leitete Giuseppe Pozzo, Mitglied der Laienbruderschaft der Karmeliten, die Bauarbeiten. Er verwandelte den Innenraum Longhenas in eine dramatische barocke Theaterszenerie. Durch die Verwendung von polychromem Marmor und reichem Figurenschmuck wird das Licht der seitlichen Thermenfenster entsprechend gedämpft. Die finanziellen Mittel für die umfangreichen Dekorationsarbeiten stellte die Familie Manin zur Verfügung. Im linken Seitenschiff ist der letzte Doge, Ludovico Manin, der 1797 abgesetzt wurde, begraben. Das große Deckengemälde von Tiepolo wurde 1915 durch eine österreichische Fliegerbombe, die dem Bahnhof galt, fast völlig zerstört. Der Entwurf und Reste des Freskos befinden sich jetzt in der Accademia. In den 30er Jahren wurde das Bild durch ein Deckengemälde von Ettore Tito ersetzt. Der Palazzo Vendramin Calergi stellt einen Höhepunkt der Renaissance-Architektur in Venedig dar. Er wurde in den Jahren 1481 bis 1509 für die Familie des Dogen Leonardo Loredan errichtet. Berühmt wurde er vor allem durch Richard Wagner, der dort 1883 gestorben ist. Zur Erinnerung ist eine Gedenktafel angebracht, die man gut vom Vaporetto aus sehen kann. Ein kleines Richard-Wagner-Museum erinnert zusätzlich an den Komponisten. Die meisten Räume des Palazzo werden heute jedoch für das Casino di Venezia genutzt, wie man am Landungssteg und dem dunkelroten Banner gut erkennen kann. Für die Architekturgeschichte Venedigs ist die Fassadengestaltung dieses Palasts von herausragender Bedeutung. Es ging darum, eine Verbindung zwischen Gotik und der modernen Richtung der Renaissance herzustellen. Man kann dies an den gotischen Fenstern mit ihren runden Säulen und Bögen einerseits und der rechteckigen Kolonnadengliederung der Renaissance, die hier vor die Fenster gesetzt wird, gut unterscheiden. So verschmelzen beide Elemente zu einer Einheit. Die Loredans mussten den Palast eines Tages verkaufen und so wanderte er durch verschiedene Hände, bis er von der Familie Vendramin Calergi übernommen wurde. Doch auch diese gaben ihn wieder ab. Heute ist er im Besitz der Casino-Gesellschaft. Doch wenden wir uns nun Richard Wagner zu, der hier die letzten Monate seines Lebens verbracht hatte. Im September 1882 bezogen die Wagners ihr Apartment im Gartenmezzanin des Palazzo. Richard Wagner war nun fast 70 Jahre und sein Herzleiden gravierend. Sein kompositorisches Werk hielt er für abgeschlossen. Er wollte keine Note mehr schreiben, sondern sich nur noch seinen theoretischen Schriften widmen. Immerhin konnte er sich zum ersten Mal seinen extravaganten Lebensstil nun auch selbst leisten. Ein Hauptvorteil der immerhin 20 Zimmerwohnungen waren gut heizbare Öfen in allen Räumen. Der feuchtkalte Winter bei seinem ersten Aufenthalt im Palazzo Giustinian war dem Komponisten lebhaft in Erinnerung geblieben. Er hatte die Wohnung möbliert gemietet, bis auf das Arbeitszimmer, das nach Wagners Fantasie von einem alten venezianischen Tapezierer ausstaffiert wurde. Bis auf die beiden Gondolieri und den weißbärtigen Hausportier waren die Hausangestellten allesamt Deutsche. Es wurde auch deutsch gekocht und importierter Rheinwein gereicht. Deutsch war der Arzt Dr. Kepler, der den Komponisten wegen seiner häufigen Krampfanfälle betreute, ebenso wie der Inhaber der Wechselstube Reitmeier am Markusplatz, wo Wagner seine morgendlichen Besorgungen erledigte.
Er verabredete sich zu deutschem Essen im Hotel Bauer Grünwald und genehmigte sich, wenn er allein unterwegs war, auch einmal im deutschen Touristenrestaurant Heindl ein diätetisch verbotenes Glas Bier mit einer Portion Emmentaler, sehr zum Missfallen seiner Frau Cosima. Wagner bewegte sich am liebsten im kleinen privaten Kreis. Kontakte zur fremden Kolonie suchte er so wenig wie zur Welt der Venezianer. Denn der Hauptreiz besteht darin, dass mir doch immer alles so fremd bleibt, als ob ich eben nur im Theater wäre. Auch seinem großen italienischen Gegenpol, dem gleichaltrigen Giuseppe Verdi, der zur gleichen Zeit in Venedig war, ist er nie begegnet. Für den Bühnenkünstler Richard Wagner war Venedig in erster Linie eine wunderbare Theaterdekoration. Richard Wagner stand morgens zwischen 5 und 6 auf und arbeitete bis 10 an seinen Schriften. Dann ließ er sich mit der Gondel zum Markusplatz rudern, wo er von seinem Lieblingsplatz unter den Portalsäulen der Markuskirche unerkannt das Treiben beobachtete. Es folgte die Einkehr in das Café Lavena auf der Nordseite der Piazza zu Schokolade und Kuchen. Bei kaltem Wetter erlaubte er sich dazu einen wärmenden Cognac. Wie bei seinem allerersten Aufenthalt spielte das Platzorchester aus seinen Ouvertüren. Einmal wurde Wagner beobachtet, wie er sich wegen falscher Tempi bei einer Aufführung der Lohengrin-Ouvertüre ins Innere des Lavena flüchtete und sich die Ohren zuhielt. Um 14 Uhr wurde zu Mittag gegessen, danach pflegte er eine Stunde zu ruhen. Der Nachmittag war für Gondelfahrten, die er besonders liebte, die Dämmerstunde für Cosima reserviert. Abendbrot nach deutscher Art wurde zwischen 19 und 20 Uhr serviert. Die späten Stunden vergingen mit Vorlesen, Tee trinken und bei Kartenspielen in häuslicher Runde. Aus ging man selten. Am Weihnachtsabend stellte man einen Christbaum auf. Danach fuhr man mit 3 Gondeln ins Teatro La Fenice, wo Wagner in kleinem Kreis zu Cosimas 45. Geburtstag eine frühe C-Dur-Symphonie dirigierte. Silvester feierte man in der üppig mit Blumen dekorierten großen Halle des Palazzo Vendramin. Cosima erschien mit einer Robe aus Goldbrokat und tiefrotem Atlas. Wagner selbst kam in seinem Lieblingskostüm, einem Talar in altdeutschem Zuschnitt, ebenfalls aus Goldbrokat, auf dem Kopf das unerlässliche schwarze Samtbarett. Am Flügel spielte sein fast gleichaltriger und vitaler Schwiegervater Franz Liszt, dessen ausgedehnter Besuch für Wagner eine Nervenprobe war. Beide duldeten nämlich keine Götter neben sich. Dazu sangen die Kinder Chöre aus Parzival. Nach Neujahr verschlechterte sich Wagners Gesundheitszustand. Wenigstens ließ seine Gereiztheit nach, als Liszt Mitte Januar abgereist war. Die letzte Zeit war von Vorahnungen geprägt. Am Faschingsdienstag ging die ganze Familie zum Markusplatz, wo der Karneval bei einem Maskenumzug mit Musik zu Grabe getragen wurde. Nach dem Löschen der Lichter zur Mitternachtsstunde fuhr man unter dem Läuten der Kirchenglocken in der Gondel durch die Finsternis nach Hause. Vor dem Einschlafen hörte Cosima ihren Mann sagen: »Ich bin wie Othello, mein Tagwerk ist vorbei.« Eine Woche später war Richard Wagner tot. Wir nähern uns nun der Casa Doro. Sie verdankt ihren Namen, Goldenes Haus, der aufwendigen Verkleidung aus polychromem Marmor, der ursprünglich großzügigen Bemalung mit Ultramarin und den vergoldeten Steinmetzarbeiten an der Fassade zum Kanal. Der Palast ist ein bezeichnendes Beispiel für die venezianische Gotik des frühen 15. Jahrhunderts. Besonders beeindruckend ist die Einführung des Maßwerks, also der Veränderung der einfachen Bögen und Fenstereinrahmungen durch eine filigrane Steinmetzarbeit zu scharfkantigen, unruhigen, verspielten Formen. Gegen diesen gotischen Einfluss gab es immer Opposition, der auch an dieser Fassade abgelesen werden kann. Das untere Geschoss zeigt nämlich eine ganz andere Bogenstellung, die auf die beginnende Renaissance in Venedig hinweist. Der Palast wurde im Auftrag von Marino Contarini, Prokurator an San Marco, zwischen 1421 und 1442 erbaut.
Die Wiederverwendung von großen Teilen des romanischen Vorgängerbaus führte zu einer asymmetrischen Gliederung der Fassade und der Räume. Nach dem Untergang der Republik wechselte der Palast mehrmals seine Besitzer. Er wurde vernachlässigt und drohte in seiner Substanz zu verfallen. 1895 hatte der Baron Giorgio Franchetti die Casa d'Oro gekauft, das heruntergekommene Haus aufwendig restauriert und in dem renovierten Bau eine Kunstsammlung untergebracht. Schließlich schenkte er das Haus und seine Sammlung dem italienischen Staat. Die Casa Sagredo ist ein venezianischer Stadtpalast des 14. und 15. Jahrhunderts und kennzeichnet den Übergang zwischen veneto-byzantinischem und gotischem Baustil. So ist der erste Stock noch im veneto-byzantinischen Stil, mit Bögen, die auf zierlichen Säulen ruhen. Im zweiten Stock finden wir hingegen gotische Elemente. Einmalig ist hier, dass die vier Pässe über den Bögen angebracht wurden. Die Casa d'Amosto ist ein Palast aus dem 13. Jahrhundert und das älteste Gebäude am Canal Grande. Es ist eines der wenigen Häuser mit authentischer venezianisch-byzantinischer Bausubstanz und stellt ein frühes Beispiel einer Casa Fondaco dar, das heißt ein Haus, in dem sich Wohnung und Lager eines Kaufmanns befanden. Typisch für den venezianisch-byzantinischen Stil sind die Reliefplatten oberhalb der Fenster des ersten Stocks. Erst im 16. Jahrhundert wurde dann das zweite Stockwerk aufgesetzt. Das oberste Stockwerk stammt sogar erst aus dem 19. Jahrhundert. Von 1661 bis in das frühe 19. Jahrhundert war hier das Albergo Allion Blanco eingemietet, das zu jener Zeit das berühmteste Hotel Venedigs war und auch gekrönte Häupter beherbergte. Kaiser Joseph II. Von Österreich, der eine offizielle Unterbringung durch die Republik abgelehnt hatte, wohnte hier zweimal. Auch der russische Kronprinz und spätere Zar Paul I. logierte mit seiner Frau im Haus. Unter den vielen Fremden, die geschäftlich in Venedig zu tun hatten, stellten die Deutschen seit langem die größte Gruppe. So wurde der Fondaco dei Tedeschi seit 1228 ihre offizielle Niederlassung in Venedig. Doch gehörte das Kaufmannshaus keineswegs den Deutschen, sondern der Stadt. Die deutschen Kaufleute waren jedoch gezwungen, den Palast zu mieten, denn es war ihnen verboten, anderswo zu wohnen. Doch warum diese Einschränkung? Ganz einfach. Durch die überwachte Unterbringung war es für die Zollbeamten der Stadt ein leichtes, die fälligen Zollgebühren sicher zu kassieren. Doch die Kontrolle ging noch weiter. Selbst die täglichen Geschäfte wurden streng überwacht. Und zwar so weit, dass nur über venezianische Mittelsmänner die Waren gekauft und verkauft werden konnten. Doch offensichtlich waren diese Mittelsmänner auch Gewährsleute für einen fairen Handel, denn sie scheinen Betrug unterbunden zu haben. Für Venedig war der Fondaco eine Goldgrube. 1473 wurde der Umsatz der Deutschen auf 1 Million Dukaten geschätzt. Aber der Fondaco war nicht nur ein Handelsplatz. Viele junge, aufstrebende Kaufleute lernten dort von den erfahrenen Männern. Es war für Kaufmannssöhne aus Deutschland wie eine Art Business School, wo auch ein Jakob Fugger, der spätere große Unternehmer und Bankier, die doppelte Buchführung lernte. Etwas großzügiger ging man mit Kaufleuten um, die mit der Familie kamen und einen längeren Aufenthalt planten. Dann wurde ihnen eine Wohnung in der Umgebung des Fondaco zugewiesen. Aber vielleicht wäre der Umgangston in der Fondaco für eine Familie auch nicht passend gewesen. Die Hausordnung kannte nämlich empfindliche Strafen für anscheinend regelmäßige Verfehlungen der Kaufleute. So waren denn die Strafen für ungebührliches Benehmen wie Lärmen und Raufen, das Messerziehen, obszöne und beleidigende Worte zu äußern und jede Art von Glücksspiel recht hoch, auch herrschte nachts eine Ausgangssperre. Bei der Ankunft musste man Waffen und Geld abgeben. Der Fondaco hatte eine eigene Küche und vom Koch gab es deutsche Hausmannskost. Im ersten Stock lag ein großer Speisesaal, wo die Mahlzeiten gemeinsam an zwei großen Tafeln eingenommen wurden. Eine unter dem Vorsitz der Nürnberger Kaufleute
eine unter dem der Augsburger. Sie waren nämlich Vertreter der bedeutendsten deutschen Handelsstädte. Es gab eine strenge Tischordnung, nach welcher die Händler ihrer Herkunft nach an die entsprechenden Plätze gesetzt wurden. Bei den Zusammenkünften am Tisch herrschte wohl nicht immer eine friedliche Stimmung. Konkurrenzneid führte zu tätlichen Auseinandersetzungen, besonders nach ausgiebiger Zecherei in der hauseigenen Schenke. Über die Alkoholmengen, die bei den Deutschen flossen, staunten wohl selbst die rotweinliebenden Venezianer. Der Schriftsteller Pietro Aretino, der am Rialto wohnte, amüsierte sich königlich über eine Gruppe betrunkener Deutscher, die unter seinem Fenster in der Winterkälte mit ihrem Boot kenterten. Der Fondaco war eine reine Männergesellschaft. Doch gab es regelmäßig Tanzabende, bei denen käufliche Damen vom Rialto für die passende Stimmung sorgten. Auch der Karneval wurde so gefeiert. Ein beliebtes Vergnügen war die Sauhatz im Cortile, dem Innenhof des Fondaco, wo mit verbundenen Augen Jagd auf ein geöltes Schwein gemacht wurde. Insgesamt umfasste der Fondaco etwa 200 Räume, davon 80 Gästezimmer, aber auch Warenlager, Büros, Personalräume und Speisekammern, die Osteria, ein Archiv, später auch ein protestantischer Andachtsraum. Im ersten Stock lag neben dem Speisesaal ein prächtiger Versammlungsraum, in dem ein in Venedig einzigartiger Ofen aus Eisen und vergoldetem Messing gegen die feuchtkalten Lagunenwinter eingebaut wurde. Die Läden an der Außenseite waren an Venezianer vermietet. Über 100 Menschen lebten ständig im Fondaco, 200 arbeiteten dort. Oft war die Herberge so überfüllt, dass auch die Korridore als Schlafplätze dienten oder Reisende in lizenzierte Gasthöfe ausweichen mussten. Der Fondaco dei Tedeschi war aber auch eine Anlaufstelle für deutsche Besucher, die keinen Handel trieben. Er war eine Kontakt- und Informationsbörse. Hier konnte man auch nach Post aus der Heimat fragen, wie Felix Fabri, ein Dominikanerbruder aus Ulm, der sich 1483 in Venedig einfand, um sich einer Pilgergruppe ins Heilige Land anzuschließen. Dabei verfasste er einen noch heute spannend zu lesenden Reisebericht. Zu seiner 12-köpfigen Pilgergruppe gehörten nicht nur 4 schwäbische Edelleute, sondern auch ein Koch, ein Dolmetscher und ein Schulmeister für die Logistik. Ein Barbier, der auch ein guter Musiker war, sorgte für Unterhaltung und ein reisiger Geselle, unter dem wir uns einen bewaffneten Bodyguard vorstellen können, für Sicherheit. Sie wohnten im Gasthaus zu der Fleuten, wo zur Beruhigung aller Wirt und Dienerschaft Deutsche waren und kein einziges italienisches Wort fiel. Noch glücklicher aber war Bruder Felix, als der junge Kaufmann Renz ihn einlud, mit seinem Reisegepäck eine Kammer im Fondaco zu beziehen und dort zu speisen. Die Pilgerfahrt nach Jerusalem kostete Geld und Geduld. Wochen verbrachte man im teuren Venedig, bis der Kontakt mit einem Schiffseigner abgeschlossen war. Bei den Fahnenstangen von San Marco, wo die weiße Kreuzfahrerfahne mit dem roten Kreuz aufgezogen war, warteten die Galeerenbesitzer auf Kunden. Hier wurde um den Preis für die Überfahrt gefeilscht. Als sich Felix Fabris Edelleute für ein Schiff entschieden hatten, wurde der Reiseproviant eingekauft. Zwischen den Einkäufen wurde Venedig besichtigt. Sehenswürdigkeiten waren vor allem die Kirchen. Doch ging man nicht etwa wegen der Altäre und Wandmalereien dorthin, sondern man bestaunte die aufbewahrten Reliquien. Zu sehen gab es etwa die Finger von San Marco, dem Schutzpatron von Venedig. Aber auch die Arme des heiligen Georg wurden zur Schau gestellt, wie auch die Köpfe des heiligen Kosmas und des heiligen Damian. Beide übrigens die Schutzheiligen der Familie Medici in Florenz. Auch Maria Magdalenas Brustbein war ein echter Hingucker, ebenso wie ein Schienbein des heiligen Christophorus. Höhepunkt waren die mehr als 50 Leiber von Kindern, die Herodes töten ließ, wie uns das Neue Testament berichtet. Zum üblichen Besuchsprogramm gehörten auch das berühmte Arsenal, wo der Schiffsbau zu bewundern war, und die Insel Murano, wo Glaswaren eingekauft wurden. Höhepunkt des Aufenthalts war die Teilnahme an der Sensa, dem großen traditionellen Stadtfest am Himmelfahrtstag, bei dem der Doge mit einem Prunkschiff zum Lido hinausfuhr und sich symbolisch mit dem Meer vermählte, indem er einen goldenen Ring in die Fluten warf. Der ursprüngliche Fondaco, den übrigens auch der junge Albrecht Dürer, er war 1494 zu Gast,
und Felix Fabrikanten ging 1505 bei einem Großbrand vollständig in Flammen auf. An derselben Stelle ließ der venezianische Staat in 3 Jahren für 30.000 Dukaten einen modernen Neubau errichten, wie wir ihn noch heute sehen. Der neue Fondaco, das größte Profangebäude Venedigs nach dem Dogenpalast, überragt an Höhe und Breite die ganze Nachbarschaft, erscheint aber in seinem heutigen Zustand für einen Renaissancebau in Venedig bemerkenswert nüchtern. Der Senat hatte beschlossen, dass kein unangemessener Aufwand getrieben werden sollte, also kein teurer Marmor, keine Bauplastik, sondern verputzte Ziegelmauern. Ein Schmuckstück wurde das Gebäude trotzdem, denn keine geringeren als der Maler Giorgione und sein noch nicht 20-jähriger Lehrling Tizian erhielten den Auftrag, die Fassaden mit Bildern in leuchtenden Farben zu überziehen. Diese Fresken sind, bis auf wenige Fragmente im Museum des Cadoro, längst verschwunden, sowie auch alle anderen Fassadenmalereien in Venedig. Von der farbigen Vielfalt des Stadtbilds haben wir heute leider keine Vorstellung mehr. Die Schließung des Fondaco erfolgte 1806 durch Napoleon. Daraufhin wurde es zunächst Zollstelle, dann österreichische Finanz- und Militärbehörde, schließlich 1870 Sitz der venezianischen Hauptpost. 2008 hat die Benetton-Gruppe das Gebäude für 53 Millionen Euro erworben und den Stararchitekten Rem Koolhaas mit Plänen für den Umbau in ein Kaufhaus beauftragt, das von der französischen Luxuskette Louis Vuitton Moët Hennessy betrieben werden soll. Das Konzept war umstritten. Viele Venezianer fürchteten, die Umwandlung in einen Konsumtempel werde endgültig alle Erinnerungen an die ereignisreiche Geschichte des Baus vernichten. Die Proteste führten zu weitreichenden Umplanungen. Dann erfolgte 2016 doch die Wiedereröffnung des Gebäudes als Einkaufszentrum. Die beiden Palazzi Loredan und Fassetti sind stilistisch sehr eng miteinander verwandt. Sie wurden im 13. Jahrhundert errichtet und sind daher mit die besterhaltenen Beispiele für den veneto-byzantinischen Stil, zumal sie auch sehr puristisch renoviert wurden. Damit zählen sie zu den ältesten Bauwerken der Stadt. Sie waren, typisch für diesen Stil, ursprünglich nur zweigeschossig. Ebenfalls typisch ist die Arkadenreihe im Erdgeschoss, wobei die Bögen von schlanken Säulen gestützt werden. Und auch bei den Fenstern im Piano Nobile wiederholt sich dieses Prinzip der Arkadenreihe. In der Casa Loredan wurde Mitte des 17. Jahrhunderts Elena Lucrezia Cornapiscopia geboren, eine Philosophin, die als erste Frau in die Geschichte einging, die in dieser Wissenschaft einen Universitätsabschluss erlangte. An dieses Ereignis, das international sehr beachtet wurde, erinnert eine Marmorplatte mit einer Inschrift. Heute gehört die Casa Fassetti sicher zu den attraktivsten Arbeitsplätzen, die man sich vorstellen kann. Es ist das städtische Rathaus. Im Palazzo Loredan sind ebenfalls Amtsräume der Stadt untergebracht. Der Palazzo Grimani ist eines der schönsten Beispiele eines Renaissance-Gebäudes. Mitte des 16. Jahrhunderts begann man mit dem Bau. Die im ersten Eindruck recht massig wirkende Fassade erweist sich bei genauerer Betrachtung als bis ins kleinste Detail logisch gegliedert. Das Prinzip der Dreiteilung der Fassade wird zwar durch die Arkaden relativiert, jedoch zeigen die unterschiedlichen Rhythmen zwischen den einzelnen und paarigen Säulen immer noch eine Gliederung. Auch der Drang in die Höhe wird durch die horizontalen Gebälke ausgeglichen. So bleibt das Gebäude trotz seiner Monumentalität ausgewogen. Auch dieses Haus ist heute in den Händen der Stadt, die hier einen Gerichtshof untergebracht hat. Der Palazzo Cornaspinelli gilt als einer der bedeutendsten Stadtpaläste aus der Zeit des Übergangs zwischen venezianischer Gotik und Renaissance. Es wurde Ende des 15. Jahrhunderts errichtet. Der Palazzo Contarini delle Figure verdankt seine Bezeichnung, delle Figure, der Tatsache, dass unter dem Hauptbalkon 2 Karyatiden angebracht sind, die Monster darstellen. Karyatiden sind meist weibliche Skulpturen, die in der Architektur anstelle einer Säule oder eines Pfeilers verwendet werden. Der Volksglauben sieht in den beiden Figuren jedoch einen Mann, der verzweifelt ist, weil er im Spiel alles verloren hat, und seine wütende Gattin. Der Palazzo Grassi ist in einem Stil zwischen Spätbarock und Klassizismus errichtet.
1983 erwarb der italienische Fiat-Konzern auf Veranlassung von Gianni Agnelli das Gebäude. Fiat veranstaltete dort große archäologisch-historische Ausstellungen. Seit 2006 befindet sich der Palast im Besitz des französischen Unternehmers François Pinault, der dort seine Sammlung moderner Kunst zeigt. Wir haben Pinault bereits bei unserer ersten Kanalfahrt als Nutzer der Punta della Dogana für seine Kunstsammlung kennengelernt. Der Corner-Palast wird wegen seiner Größe nicht zu Unrecht Cacranda genannt. Er ist eines der herausragenden Beispiele für die Renaissance-Architektur und für das Schaffen des berühmten Giacomo Sansovino, der nämlich auch die goldene Treppe im Dogenpalast errichtet hat. Heute ist er der Sitz der Präfektur von Venedig und dient als Residenz für Staatsgäste. Der Palazzo Pisani Critti im gotischen Stil stammt aus dem 14. Jahrhundert und wurde ursprünglich nur als dreistöckiges Gebäude geplant. Auffallend sind die großen Wandzonen zwischen den Fenstern. Sie sollen einst bemalt gewesen sein. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam die dritte Etage hinzu, wie man gut an der Färbung der Mauersteine erkennen kann. Im 20. Jahrhundert wurde das Haus in ein Luxushotel umgebaut. Es wurde bekannt durch Ernest Hemingways Roman Across the River and Into the Trees. Wir haben nur noch etwas Zeit bis zur Ankunft in San Marco. Nutzen wir doch die Gelegenheit und wenden uns einem jährlichen Großereignis hier auf dem Canal Grande, der Regatta Storica, zu. Sie ist nicht nur die wichtigste Regatta Venedigs, sondern auch die traditionsreichste Regatta Europas. Sie findet jeweils am 1. Septembersonntag statt und soll an die große Geschichte Venedigs erinnern. Von diesem Bootsrennen leitet sich übrigens auch der Begriff Regatta ab. Ihren Ursprung hat die Regatta schon im 13. Jahrhundert. Die Ruderer der großen Boote vertrieben sich die Zeit mit Wettfahrten, während sie bei San Marco auf ihre Herren warteten. Es gab auch Frauenregatten, erstmals 1493 zu Ehren von Beatrice d'Este, der Gattin des Mailänder Fürsten. 50 junge Mädchen nahmen daran teil. Der eigentlichen Regatta geht ein mehrere Kilometer langer Schiffskorso mit historischen Booten und im Stil des 15. Jahrhunderts kostümierten Besatzungen voraus. Dabei wird der Schiffskorso anlässlich der Übergabe Zyperns an die Republik Venedig nachgestellt. Angeführt wird der Zug vom vergoldeten Staatsschiff. Teilnehmer in den prächtig geschmückten Booten sind historische Personen. Allen voran Caterina Cornaro, die einzige Königin, die Venedig hervorgebracht hat. Sie wurde durch Heirat Königin von Zypern. Danach beginnt die Ruderregatta, die sowohl Männer- als auch Frauendisziplinen umfasst. Gestartet wird bei den Giardini, den Gärten, die man vor allem durch die Biennale kennt. Dann entlang des Canal Grande bis hoch zum Bahnhof. Dort wurde ein rot-weiß gestreifter Pfahl ins Wasser gerammt, der umrudert werden muss. Und nun geht es den Canal Grande wieder hinunter Richtung Ziel, dem Palazzo Foscari, entgegen. 8 Kilometer sind zu bewältigen. Damit endet unser Video und die Fahrt auf dem Canal Grande. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über ein Like, einen Kommentar oder ein Abo unseres Kanals.